Herzlich willkommen zu einer neuen Sketchbibel. Heute geht es um die Begegnung Jesu mit einer Frau. Einer, wie so oft, namenlosen Frau. Dennoch ist es eine der wichtigsten Geschichten im Johannesevangelium. Darauf deutet nicht nur die Länge des Dialogs hin, es ist der längste im Neuen Testament überhaupt, sondern sie legt genau wie Petrus einen Mann mit Namen, ein Messiasbekenntnis ab. Jesus spricht mit ihr auf Augenhöhe, obwohl sie a. eine Frau ist, b. eine fremde Samariterin und c. eine Ehebrecherin. Falsches Geschlecht, falsche Herkunft, falsche Lebensweise. Für die Israeliten war Samaria ein unreines Land und die Menschen ein unreines, weil götzendienerisches Volk. Der Umgang miteinander beschränkte sich üblicherweise aufs Notwendigste und viele zogen eben nicht durch Samarien, sondern in einem Umweg drumherum. Insofern ist diese Szene schon deshalb mit Aufmerksamkeit zu versehen, weil eigentlich gesellschaftlich schlicht nicht denkbar und völlig ausgeschlossen. Die Frau musste also quasi aus allen Wolken fallen, als sie der fremde Mann um Wasser bittet. Er bricht damit nicht nur das gesellschaftliche Männer-Frauen-Tabu, sondern setzt sich auch über die kulturelle Nicht-Umgangsgrenze hinweg. Und dann bittet er paradoxerweise auch noch um Wasser, obwohl er ja im wahrsten Sinne des Wortes an der Quelle sitzt. Sie muss also schwer irritiert gewesen sein. Sie weist dann seine Bitte zunächst zurück. Sie kommen aber dennoch in Kontakt und ins Gespräch. Auch wenn es verwirrend bleibt. Der, der sie gerade um Wasser gebeten hat, bietet ihr nun seinerseits lebendiges, sprich frisches Quellwasser aus einem geschlossenen Brunnen an. Es ist schon fast lustig, wie die beiden nun quasi komplett aneinander vorbeireden. Sie ganz pragmatisch und er höchst rätselhaft. Aber gerade diese Worte machen sie offenbar neugierig. Was meint er mit dem, was er da sagt? Und dann dieser Satz, wenn du wüsstest, wer ich bin. Aber sie kann ja nicht wissen, denn sie kennt ihn nicht. Im Laufe des Gesprächs aber beginnt sie zu ahnen, dass sie es mit jemand wirklich Besonderem zu tun hat. Und sie beginnt zu verstehen, was er ihr da anbietet. Den Schlüssel zum Glück quasi. Diese Begegnung wird für sie zum Schlüsselmoment ihres Lebens. Von da an sprudelt es aus ihr wie aus einer Quelle heraus und sie überzeugt viele weitere Menschen. Kommt und seht. Und die Menschen kamen und sahen. So ist aus der namenlosen fremden Frau mit falscher Lebensweise eine Botschafterin für die heilvolle und lebendig machende Botschaft Jesu geworden. Was für eine hoffnungsstiftende Geschichte für alle, die heute wegen ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder ihrer Lebensweise diskriminiert oder mindestens marginalisiert werden. Alles Gute für die nächste Woche und bis zum nächsten Mal bei der Sketchbibel.